Ahoi Leute, willkommen zurück zu Grimdor mit Lafbishi und Chantal. Und keinen Katzen gerade im Hintergrund. Hast du sie ausgesperrt oder was? Nein, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ich höre sie aktuell nicht. Okay, jetzt hört mir das Teil hier. Ich weiß, oh was mein es ist, aber es ist groß. Gott, es ist so groß. Ein Eldritch. Aber ja, genau! Er macht nicht mal Schaden. Er one-hittet mich fast, aber er macht mir keinen Schaden. Ja, mir macht er keinen Schaden. Und die Katzen sind wieder da. Is it even Kate? Ja. Klar, pünktlich zur Aufnahme machen sie wieder Terz. Ja, so cool. Oh, guck mal, Wespen. Piu. Oh Gott, die fliegen alle zu dir, alle. Ich habe drei bei mir, ich höre dich erstmal. Plötzlich sind alle wieder hier. Ja, weil ich sie einfach ignoriert habe und einfach weggegangen bin. Ja, aber sie sind nicht hergeflogen, sie waren einfach plötzlich wieder da am Rand des Bildschirms. Oh, nice. Das Server. 10 von 10 Punkten. Wieso ignorieren sie dich? Weiß ich nicht. Guck dir an, wie sie sofort wieder auf mich gehen. So schön. Möchte haben. Oh mein Gott. Bist du tot? Fast. Oh mein Gott. Ja, die kommen angestürmt und ich komme auch angestürmt. Ich renne die gegen, aber sie interessiert das nicht. Ein Stück. Ja, vor allem sie gehen auf mich. Wie weit wollen die weglaufen? Ist hier im Ursprungsspawn vielleicht? Gott, nerven die Viecher. Wollen wir erst hier hoch, dann haben wir da am Merkur. Ja. Okay. Ich hab nur gerade geguckt, ob ich irgendwas hab, was vielleicht, dass die Viecher mich angreifen wollen, so ein Schadenseffekt, aber ich hab irgendwas mit Beast-Skin, aber das war nichts. Das war nur, dass ich mehr Schaden an den mache, 5%. Ich hab gerade nochmal einen Trailer zu Fallout 4 angeguckt. Nice. Wird übelst gut, oder? Ja. Irgendwie los, nie will was nochmal. Oh, hier sind. Lord Ardister, Isaac Hedos, Lego Legends. Also nicht Lego Legends, sondern League of Legends, aber ich spreche es mal Lego Legends aus, weil das dumm ist und dumme Sachen sind lustig. Hahaha. Lustig. Also ich will nicht sagen, aber er macht mir ganz schön Schaden. Ja, mir auch, und das obwohl er mich nicht mal richtig angreift. Ist es plötzlich bei dir auch so dunkel geworden? Nö, bei mir wird's gerade langsam dunkel. Oh mein! Was? Bei mir ist auch gerade dunkel geworden. Oh Gott, ich muss gerade einen Trank nehmen. Aus Angst. Auf jeden Fall. Er ist wieder voll! Warum? Vielleicht nächste Phase? Ich glaube nicht, dass der hier eine nächste Phase hat. Keine Ahnung, hab mich drauf geachtet. Oh mein, ich bin. Ein Lebenspunkt! Der ist nicht so stark eigentlich. Er one-hittet mich nur fast. Ja, also er kriegt auf jeden Fall richtig viel Schaden. Und hier stehe ich ziemlich sicher vor den ganzen Bogenschützen, also. Ja, die Bogenschützen sind das Böse, ne? Das Böse! Ich sehe übrigens fast nichts mehr. Okay, hab ich. Er ging gerade in so ein. Oh, was Blaues. Das ist Slugger. Nice. Hoffentlich ein Hammer für mich. Wahrscheinlich. Aber so Slugger hört sich an wie ein Shotgun oder so, wegen Slug-Munition. Ja. Greif mal die Bogenschützen an, ne? Ich habe übrigens keine Ahnung, in welcher Zeit das Spiel spielt. Industrielle Revolution, glaube ich. So halt so da, wo es halt Schusswaffen schon gab. Und halt immer noch, aber es wurde trotzdem noch mit Dings gekämpft. Also mit. Oh, es ist heller. Ich konnte nämlich gerade mein Game oder am Bildschirm anmachen. Jetzt ist viel heller. Oh, das ist richtig schön. Also der Game oder am Bildschirm ist schon ziemlich geil. Ich hab keinen, glaube ich. Ich will mir auf jeden Fall noch mal einen neuen Bildschirm holen irgendwann. Ja, ich mir auch. 4K direkt. So. Ja, die Computerbildschirme 4K sind ja gar nicht so unglaublich teuer.
Also die sind schon ziemlich teuer. Was? Ja, oder 500 Euro, glaube ja. ich. Ja, ich will mir den holen, den auch ein gewisser YouTuber, der auch streamt hat. Ishi? Ach nee, er streamt ja nicht. Seltenst. Leider, er sollte öfter streamen. Du bist auch der sollte mal nicht tot sein. Scheiße, ich habe schon wieder richtig lange nichts von ihm gehört. Ich auch nicht, also in Skype nicht, aber heute in Facebook haben wir kurz geschrieben. Ja, ich habe kein Facebook mehr. Was, der ist bei Facebook online? Ja, er hat wieder was gepostet. Wir haben jetzt fünf Möglichkeiten, weil es gehen über die Brücke, nach oben oder nach rechts. Beziehungsweise nach rechts sind drei Wege, deshalb sind sogar. Wollen wir nach rechts gehen? Ja, hier lang. Einfach weitergehen, nein, okay. Ja, wir töten alles. Das Problem bei langsam auf mein Level kommen. Also das Problem bei Kirschi ist, Alter, ich habe momentan wirklich das Gefühl, er ist tot. Er hat mir einfach seit zwei Wochen nicht geschrieben oder so. Ja, seit, ich glaube, einer Woche oder anderthalb Wochen ist er sein Kumpel bei ihm oder so. Und die haben gestern wohl ein bisschen Party gemacht, hat er auf Facebook gepostet. Und er war nach einem Bier voll? Ach nee, warte, Bier ist kein Alkohol. Und er war nach einem, egal was anderes, was Alkohol ist, voll? Weiß ich nicht genau. Kishi-Style? Also auf jeden Fall sowas gepostet, was er bis da gemacht hat. Und ja. Und dann für Skype antwortete er mir auch gerade nicht. Also denke ich mal, dass er Skype nicht benutzt, sondern die ganze Zeit nur rumhängt. Und Real-Life-Sachen macht. Ja, man kann ihn ja auch nicht über WhatsApp erreichen, weil WhatsApp funktioniert ja irgendwie bei ihm nicht mehr, weil es nicht updaten kann. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock. Weil WhatsApp mir eh nicht gefällt. Ich finde WhatsApp unglaublich gut, ey. Ohne ja, WhatsApp wäre mein Leben nicht vernünftig. WhatsApp ist so einer der wichtigsten Bestandteile meines Handys. Ja, WhatsApp ist immer das erste, was ich, wenn ich ein neues Handy habe oder irgendwie zurücksetze, das erste, was ich runterlade. Ja, ich auch. Damals war es auch danach dann Facebook, aber das benutze ich auf dem Handy gar nicht mehr. Ich benutze Facebook gar nicht mehr. Also ich logge mich hin und wieder nochmal ein, aber ich benutze, tue es nicht. Ne, ich nicht mehr. Ich habe mich gelöscht. Ja, ist ja besser so. Ja, weil Facebook die letzte Haufenseite ist, Alter. Aber seit dieses Ding da gekommen ist, diese AGB-Dings, da ist auch auf Facebook bei mir auch kaum noch was los. Also da sind auch richtig wenig Leute, die nur was posten oder so. So alle Leute, die bei mir dann gesagt haben, ja nee, ich finde das nicht gut, ich gehe. So wie du. Ja. Die waren dann nach zwei Tagen wieder da. Na, ich habe glaube ich einen Monat oder zwei nichts gemacht und dann war ich sowieso nur bei Spotify eingeloggt und deshalb habe ich jedes Jahr indirekt auch noch existiert, also war es auch egal. Ja, deshalb habe ich mich direkt gelöscht. Spotify habe ich jetzt über Spotify. Okay. Ich bin überlegen, ob ich Premium kaufe. Ja, ich weiß nicht, also habe ich auch schon mal überlegt, aber wirklich viel hören tue ich da nicht. Also wenn du wirklich viel Musik da hörst, dann kann man es machen. Das ist ja ein ganz chilliges Angebot, aber ich glaube, da ist nicht so. Zehner, ne? Zehner im Monat, ja, glaube ich. Ja, Aber es ist nicht so meise, so. Kann ist jetzt machen. Nicht so geil. Also für einen Zehner ist es schon ziemlich teuer. Ja, also wenn du wirklich so mal so die neueste Scheiße da hörst, dann gehst du, wollen wir nicht nach oben gehen? Hier haben wir nichts gemacht. Achso, ich dachte, da war irgendwas Unerkundetes, aber da war nichts. Also ich finde einen Zehner für ein bisschen Musik hören schon ziemlich hart, wenn man für kostenlos auch einfach ein bisschen Werbung akzeptieren kann. Ja, aber auf dem Handy ist es zum Beispiel ein geil, weil auf dem Handy kannst du dann keine Playlist oder irgendwas machen, da hast du immer auf Shuffle nur. Ja klar, das ist geil. Das ist einfach nur echt scheiße. Ja, und du kannst auch irgendwie nur drei Lieder skippen. Ja, ich hab direkt, also ich hab das einmal auf dem Handy runtergeladen, hab's dann direkt wieder gelöscht. Ja, ich auch. Das ist der Dreck. Auf dem Handy hatte ich ja jetzt noch gar nicht. Ich hab und ja in diesem Dynamit. Haufen, also in diesem Schrotthaufen, da finden wir übrigens das Dynamit, was wir brauchen. Ja, wir brauchen aber nur eins. Ich glaube, wir brauchen später noch mehr. Hier stand aber gerade eins. Ich meine, das ist eine Stelle gesehen, wo wir schon brauchten, unter, Gott, wie ist denn das? Die Flooded Passage. Da ja. Gab's auch noch einen Dynamitpunkt. Den ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, Fernkampf, ups. Oh, fuck. Hast du einen Ahnung, wie spät es ist? 20:02 Uhr. Was? Es ist schon 20 Uhr durch. Der hast ja eine halbe Stunde Essen da gemacht und hast du gerade eine halbe Stunde rumgewichst da. Ja, Essen machen dauert halt ewig und da rumwichsen war nötig.
Das ist nun da, wie spät es ist. Ich hatte gehofft, so 18 Uhr. Um 18 Uhr hast du mich angeschrieben. Ich weiß. Man darf ja wohl noch hoffen. Nö, darf man nicht. Das wurde rausgepatcht. Okay. Ich müsste theoretisch gleich eine Witcher aufnehmen. Aber? Das hier ist ja der Part für Donnerstag, ne? Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Warte mal, ich müsste für heute einen Part noch Witcher aufnehmen, wobei ich das lassen könnte. Dann müsste ich für morgen... Und kann ich vielleicht nächstes Mal aufnehmen? Tage noch? Ich kann Mittwoch nicht aufnehmen. Nicht? Nee, Mittwoch muss ich arbeiten. Ganzen Tag? Hm. Du musst doch jeden Tag arbeiten. Ja, aber danach auch noch. Der Scheiße. Ja. Donnerstag muss ich was an meinem Auto machen. Ist es noch tiefer legen oder was? Nee, Stoßstange lackieren. Und, was wollte ich noch machen? Ach ja, Nebelscheinwerfer einbauen, genau. Du musst halt noch auf jeden Fall noch GTA spielen. Wieso? Tagesziel. Okay, mach ich mit. Dann sag mir bitte jeden Tag Bescheid, wenn du Tagesziele machst. Hier ist irgendwas. Achso, Dynamit. Wenn du Tagesziele machst, dann mach ich mit, weil... Scheiße, ich will auch ein bisschen Kohle haben in GTA. Ja, ich hab mir heute schon wieder für knapp 100.000 Tattoos gekauft oder so. Okay. Mein Geld. Ich finde Tattoos jetzt nicht so nice in GTA tatsächlich. Also in Real Life sind Tattoos schon ziemlich cool, ja. Aber in GTA finde ich die nicht so nice, weil man läuft meistens eh bekleidet drum und dann sieht man die nicht. Ja, ich habe auch ein goldenes T-Shirt, was irgendwie 12.000 gekostet hat oder so. Es sieht wahrscheinlich schwul aus, aber es hat Geld gekostet. Es ist einfach nur aus purem Gold. Es sieht also schwul aus, okay. Es sieht komplett beschissen aus, aber es ist Gold. Ja, hätte ich mir nicht gekauft, weil es mir nicht gefällt. Ja, ich schon. Ich kaufe mir eigentlich nur Sachen, die mir gefallen. So wie ich habe noch ein anderes edles T-Shirt von 9.000 gekauft oder so. Das sah ganz cool aus sogar. Lass mal gleich in die Höhle da reingehen. Ja, okay. Wir haben wahrscheinlich eh nicht mehr so lange. Ich bin endlich mal gelevelt. Oh, ich bin auch schon wieder fast beim Level. Na, ich bin bei 3 jetzt. Ne, bei 4 schon. Nice, scheiße, 5.000, Alter. Wie lange haben wir noch? Moment. Denk mal noch knapp 10 Minuten. Denk mal so 7. 7,5. Okay, oder lass erstmal, ich weiß nicht, ich glaube hier oben. Lass erstmal hier aus oben angucken und dann können wir danach in die Höhle reingehen oder so. Alles drumherum clearen, dann beenden wir in der Höhle und beim nächsten Mal laufen wir durch 100 Millionen Gegner durch und üblicher halt. Ja, oder wollen wir gleich noch ein Part aufnehmen? Ich weiß nicht. Hast du denn inzwischen verstanden, wie das bei GTA mit den Tageszielen läuft, wann die geupdatet werden? 7 ich nämlich morgen. Nicht. Ja, ich hatte aber zeitlang 3 Tage hintereinander das gleiche Tagesziel. Ja, das hatte ich auch, das ist verbuggt. Also das ist jetzt nicht mehr so, also das hatte ich auch mal, aber jetzt nicht mehr. Was ist denn das hier? Boah, das nervt tierisch, Alter. Hallo? Please stranger, Talisman, I will do as you ask. Okay. Cool. Jetzt haben wir einen Talisman von dem erhalten. Was wollen wir dann machen? Essen oder darauf vorziehen? Rückbringen. So, okay. Da kommt man wahrscheinlich hin, wo es auch über die Brücke lang geht, oder? Wo? Ja, wenn man jetzt... Na, so... Nach links? Ja. Keine Ahnung. Ah, oh, ich habe eine Nachricht gekriegt. Wow. Was ist eigentlich das blaue Item, was du gefunden hast? Oh, habe ich gar nicht nachgeguckt. Sehr gut. Warte, mach ich gleich. Alter, ich hab eine Feuerwaffe, warum ist die nicht super effektiv? Gott. Das blaue Item ist eine Pistole, nice. Was wir übrigens im letzten Part nicht erwähnt haben, wir haben ein bisschen gecraftet, also ich habe mir die Schuhe gecraftet, die habe ich mir gerade noch aus dem Lagerbereich geholt und das Schild habe ich schon im letzten Part benutzt, das habe ich auch noch gecraftet. Crafted. Und das Schwarz. Warte. Wie viel du mal findest von der Scheiße? Ich hab so ein oder zwei und du hast einfach gleich den ganzen Kontinent. Voll. Alle. Ja, das sieht aus, als würde es danach da weitergehen. Okay. Aber ich guck noch mal kurz. Dann können wir jetzt noch nach da unten das Dynamit benutzen. Da geht's noch ein bisschen weiter weg. Lass. Nein, das Dynamit können wir nicht benutzen. Wir haben doch kein Dynamit. Doch, wir haben eins. Nein. Ich hab eins. Woher hast du ein Dynamit? Aufgehoben.
Ja, wir gehen jetzt nicht in das Dynamit, das ist unsere Hauptquest. Achso, okay. Also da geht's halt weiter, aber jetzt erstmal in die Hüle. In die Hüle? In die Hüle? In die Hüle. Mit der Hühner? Dann haben wir nur Zeit. Oh fuck, Alter. Puh, ja. Das fand ich aber ganz geil hier immer. Ja, die sieht voll cool aus, Alter. Also ich feier schon, wie die Sachen hier aussehen. Das ist nicht so wie bei Titan Quest, alles gleich aussieht. Und so ein bisschen langweilig. Und vor allem dann halt die Obsidian-Höhle. Oh, guck mal, da ist schwarz. Ende. Die Höhle fand ich ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber sie war grafisch jetzt nicht so. Wow. Hier müssen wir nämlich noch irgendwelche Leute töten. Und das Dynamit. Ja, da hinten liegt schon wieder Dynamit. Dann habe ich gleich schon wieder zwei Dynamits. Bei mir liegt ja auch ein Ups. Dynamit. Ich kann den Boss umschmeißen. Nice. Im Prinzip. Alter, richtig viel Leben. Ich mach erstmal alles drumherum kalt, ne? Ja. Ich rück auch langsam von dem hin, aber wegschmeiß die ganze Zeit. Das Dynamit ist also nur für uns beide. Also das habe ich da jetzt. Also du hast gerade mein Dynamit auch aufgehoben. Wahrscheinlich weiß ich nicht, was ja, schon ist oder so. Dann hast du jetzt auch schon zwei Dynamit. Ich habe 0 Dynamit, du hast beide. Achso, okay. Ich höre übrigens nicht, dass du kämpfst, weil ich halt auf der linken Seite den Kopfhörer abgesetzt habe. Oh, eine Food Ration. Und zweimal Scrap. Gib mir mal bitte ein Dynamit, damit ich das auch habe für die Quest. Ich kann dir nur beide geben. Kannst du das andere aufheben? Okay. Oh, die Hölle ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Hä, du standst bei mir gerade noch hier. Ich bin schon losgelaufen. Doch, ja, du portest dich gerade hin und her, du machst auch nichts. Okay, jetzt habe ich mal geschlagen. Jetzt geht's wieder, ja. Ich hab grad richtig Lust auf Borderlands. Ja? Ja, aber Borderlands 2. Ich hab auch Bock auf Borderlands 1. Scheiße, Wochenende bin ich auch gar nicht da, Alter. Gar nicht? Ja, Samstag hat meine Freundin Geburtstag. Hat sie Samstag Geburtstag? Welcher ist Samstag? Pff, da fragst du mich was. In der 8. Ja, ich glaube, sie hat Samstag Geburtstag. So ist der 16. Hm, dann hat sie Freitag Geburtstag. Oh Gott. Was? Das ist mal richtig anstrengend. Dass du keine Zeit für Aufnehmen hast? Ja. Das ist mega nervig. Ich würde gern viel mehr aufnehmen. Ich habe einfach keine Zeit. Aber ich bin ja gelevelt. Oh, ich habe noch 6 Punkte? Aber nicht geskillt oder was? Ich glaube. Profi. Unten ist ein Wesp. Oh Gott, hier unten ist ein Wespennest. Also ich könnte jetzt auf die Granate skillen, aber ist die so gut? Ich hab. Das war mein Haupt-Damage-Skill eigentlich, aber. Ich bin noch nicht so leicht gestorben wie du, also von daher. Oh. Das macht ziemlich viel mehr Damage, ja. Ich habe jetzt aber erstmal meine Schüsse geskillt, weil ich ja gerade viel mit denen arbeite. Wo bist du? Ich bin zum Wespennest gelaufen. Achso, okay. Das hier erinnert mich auch gerade so ein bisschen an Borderlands. Da hatte man auch so ein Level. Ja. Sieht das eklig. Ich hasse Wespen. Ich hasse alles, was mehr als 4 Beine oder weniger als ist okay. Oh mein Gott! Ah. Ach, da hinten sind nur ungefähr 10 Millionen Wespen. Okay, guck mal, wie lange wir noch haben. 2 Minuten. Auf gar keinen Fall. 20 Sekunden haben wir noch. Oh, okay. Nehmen wir noch einen auf? Können wir machen. Gut, dann lass uns mal eben die Wespen hier auseinandernehmen. Okay. Mal eben die Wespen auseinandernehmen. Und du rennst alle an mir vorbei wieder. Ja, weil ich wieder zuerst reingeschossen habe. Aber ich mach Dodge. Nee, nicht Dodge. Wie heißt denn das? AOE?
AOE, ja, ich mache eine AOE, genau. Area of Effect. Ja, ich mache eine AOE mit meinem Explosionsschaden. Haben wir es gesummt? Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.